ist die Freiheit. Aber die muss eben dorthin flitzen, wo sie will. Die Freiheit flitzt ab. Einfach dahin, wo sie will. Nicht? Und hier, das ist der geschändetste Mensch, der sich selbst geschändet hat. Das ist Metabolismus. Das ist keine Religion. Captain Arm, der weiße Wal. Dann herrscht die Diktatur der Kunst. Moby Dick! Moby Dick ist das Symbol der Diktatur der Kunst. Ja, einfach fließen durch den Strom der Zeit. Kein Problem hat Moby Dick, das Revolutionsbaby der Kunst zu erzeugen. Ist es Theater, ist es Wirklichkeit? Nein, 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 nein! Das Problem ist die mickrige Realität des Menschen und der Fanatismus, sich vom Menschen regieren zu lassen. Dass den hemmungslosen Selbstverwirklichungsfanatismus in die Fratzen der Mickrigen hineingeschrieben hat. Wenn ein Mensch religiös ist, dann ist er pathetisch. Ja, ich bin nun mal nicht religiös. Das lasse ich nicht mehr ausreden. Lass mich auch nicht mehr einreden. Ich liebe Pasteten eigentlich. Ja, eben. Pasteten sind gut. Am besten Menschenpasteten. Es gibt ganz viele Bedenkenträger und Skeptiker. Die sagen immer, nein, die Kunst kann nicht an die Macht. Das geht nicht, das hat es noch nie gegeben. Natürlich hat es das noch nicht gegeben. Ja, es ist doch gerade gut, dass es das noch nicht gegeben hat. Wenn es das schon gegeben hätte, dann wäre es ja nostalgisch. Dann könnte man das ja gar nicht bringen. Ja.